Sie haben es eben in den Nachrichten gehört. Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von mehreren Kindern und Jugendlichen ist heute ein Eismeister aus Ludwigshafen verurteilt worden. Immer wieder müssen wir über sexuellen Missbrauch in Vereinen berichten. Und deswegen haben wir uns die Frage gestellt, wie gehen Vereine damit um, wenn es einen sexuellen Missbrauchsfall in ihren eigenen Reihen gegeben hat? Wir waren in Rehns bei Koblenz. Auch dort wurde ein ehemaliger Trainer zu einer Haftstrafe verurteilt. Welche Lehren hat der Turn- und Sportverein Rehns aus seinem Missbrauchsskandal gezogen? Auf diese Frage suchen wir eine Antwort bei dem Verein, der fast 1000 Mitglieder hat. Eine direkte Folge der Missbrauchsfälle ist die Girl-Power-Gruppe von Willi Macher. Die Mädchen treffen sich einmal pro Woche und lernen, ganz klare Grenzen zu setzen. Fühlst du dich sicherer? Ja, schon. Jetzt? Durch den Kurs? Ja, fühle ich mich. Bei dir? Ja, ich fühle mich auch sicherer. Also ich weiß noch, was ich machen muss, wenn mich an ihr angreift. Das fühlt sich halt auch besser. Also hat es jemand schwer bei euch? Wenn er euch was machen will, was ihr nicht wollt. Ja, dann hat das schwer. Dann tut's ihm nicht gut. Zwischen 2005 und 2008 hatte der ehemalige Judo-Trainer des Vereins sich unter anderem vor 10-jährigen Mädchen selbst befriedigt und auch Hand angelegt. 2,5 Jahre musste er dafür ins Gefängnis. So etwas soll in Rehns nicht mehr vorkommen. Was haben Sie denn sonst noch getan? Also wir haben es so gemacht, dass wir die Eltern mit einbezogen haben. Es ist also so, wenn Training ist, sind grundsätzlich ein oder zwei Elternteile anwesend, also auch Mütter und Väter, die, wenn zum Beispiel ein Kind raus zur Toilette muss oder so, schon mal mitgehen und gucken, dass nichts passiert. Also wir sichern uns da auch ab, damit wir auch nicht ins Gerede kommen und da irgendwo immer uns absichern können. Das heißt, Sie alleine mit Mädchen in der Kabine beim Umziehen? Wird es nicht geben. Und was hat sich sonst noch verändert? Wir fragen den Vereinsvorsitzenden Hans-Josef Probst. Sie haben ja auch erzählt, dass Sie den Nachwuchs anders ranziehen von den Übungsleitern. Wie denn? Wir haben also uns vorgestellt, dass wir unsere Übungsleiter selber jetzt hier ausbilden. Wenn die Kinder, die wir so kennen, die kommen mit 6 Jahren hier zum Judo-Training hin und laufen dann durch den Verein so 10 Jahre durch. Wenn sie 16, 17 sind, dann schicken wir die zum Sportbund, lassen den Übungsleiterschein machen. Und dann wissen wir ungefähr, der Junge kommt aus einer guten Familie und da kann ich schief bin. Sodass wir dann fast nur noch das Eigengewächse haben als Trainer. Was tut eigentlich der Landessportbund, um sexuelle Gewalt in Vereinen zu verhindern? Alle Übungsleiter müssen diesen Verhaltenskodex unterschreiben, der klipp und klar festlegt, dass jede Form der Grenzverletzung verboten ist. Was soll das bringen, Herr Krieger? Wir wollen draufschauen, wir stellen uns dem Thema, wir wissen, dass solche Fälle bei uns vorkommen. Und dass vor allen Dingen auch Leute, die da dazu neigen, sich auch ein Umfeld suchen, wo sie mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Auch in Rehns müssen alle Übungsleiter den neuen Verhaltenskodex unterschreiben. Dort fühlt man sich heute ziemlich gut abgesichert gegen mögliche Missbrauchsfälle. Das Resultat ist auch, dass die Eltern uns wieder Vertrauen geschenkt haben und die Kinder wieder nach wie vor jetzt zu uns schicken. Aber 100% würden Sie die Hand dafür ins Feuer legen, dass beim Judo nichts mehr passiert? Ich würde sogar 100% die Hand jetzt in den jetzigen Übungsleiter, würde ich die 100% die Hand dafür in Feuer legen. Unser Fazit, das Beispiel TuS Rehns zeigt, man kann schon einiges tun, um sexuellen Missbrauch vorzubeugen. Perfekt wäre, wenn viele Vereine im Land dem Beispiel folgten, freiwillig und nicht erst, nachdem schon was Schlimmes passiert ist.